Heuer nehmen rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten aus 30 Nationen an der internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes teil. Österreich ist mit 500 Soldaten und Zivilbediensteten vertreten. Vom 17. bis 23. Mai steht das gemeinsame Gebet um den Frieden im Zentrum des Treffens. Die Soldatenwallfahrt ist die größte Friedenskundgebung von Soldatinnen und Soldaten der europäischen Armeen. Höhepunkt für jeden Wallfahrer ist der Besuch der Erscheinungsgrotte mit dem als wundertätig geltenden Quellwasser. Bundesminister Doskozil nimmt an der Soldatenwallfahrt teil und besucht die Soldaten im Zeltlager. Der anschließende Empfang gibt ihm die Möglichkeit zum Gespräch mit den Soldaten. Militär bedeutet auch, dass Militärmusikkapellen aufspielen. Auf allen Straßen und Plätzen der Stadt wird musiziert. Die Militärmusik Niederösterreich begeistert die Zuhörer mit ihren Darbietungen.